Mich interessiert sehr die Ästhetik der 80er und 90er, also so die Zeit, wo in Deutschland die deutsche Einheit stattgefunden hat, weil das eine Zeit war, die mich so als Kind ästhetisch sehr geprägt hat und ich eigentlich verstehen will, wie man über so eine Ästhetik von gesellschaftlichen Veränderungen und Systemwechsel auf einer künstlerischen Weise so sprechen kann. Die Arbeit Tag X. Entstanden ist das eigentlich ein bisschen aus der Darstellungsschwierigkeit. Wie spricht man eigentlich über Prepper oder über rechte Netzwerke und Netzwerke in den Sicherheitsbehörden? Und deswegen nutze ich dann so einen Umweg über eine Ästhetik, die ich konstruiere, um zu sagen, so, damit können wir jetzt darüber sprechen. Und man kommt eigentlich rein wie in so einen Designer-Haushalts Geräteladen und alles ist aber ziemlich überzeichnet. Man merkt, dass das jetzt irgendwie vielleicht kein normaler Laden ist. Und auf den zweiten Blick merkt man auch, dass die Dinge eigentlich auch alle sehr brutal und aggressiv aussehen. Der ganze Erzählduktus und auch das, was man an dem Videomaterial sieht, denkt man, ja, hier geht es vermutlich um 89, um die friedliche Revolution. Das sind auch Originalaufnahmen teilweise, die die Stadtsicherheit 89 am Alexanderplatz von den Menschen heimlich gemacht hat. Und dieses Material haben wir ergänzt mit eigenem Material. Und was bewusst damit spielt, dass man nicht genau weiß, ist das historisches Material oder ist das aktuell? Wenn man dann gewisse Meinungen vertreten hat, die nicht der Linie entsprachen. Und irgendwann im Verlauf merkt man aber, Moment, irgendwas ist anders, weil es geht gar nicht mehr um 89, sondern es geht um eine Revolution, die jetzt gerade stattfindet, die das jetzige System als unfrei beschreibt und stürzen will. Also eigentlich eine rechtsreaktionäre Revolution. Und auf der Bildebene führe ich dann so verschiedene Metaphern ein. Also Leute, die sich preppen zu Hause, also zum Beispiel eine Frau mit einer Sturmmaske und diesen Zitronenpressen, die eigentlich so wie fast schon so fetischhaft mit diesen Objekten übt und eigentlich so behandelt, als wäre das so eine Waffe. Und man sieht den Film, man wird da vielleicht so in so eine Welt reingeführt. Und aber gleichzeitig, wenn man sich umsieht, sind die Objekte auch da. Das heißt, man muss nur den Arm ausstrecken und hat so eine Waffe in der Hand. Und das ändert dann auch, wie man sich selber in der Installation wahrnimmt. Dieser Check, dass man auch sich selber überprüft und wo stehe ich eigentlich in der Gesellschaft, das sind eigentlich die Gefühle, die ich so rauskitzeln möchte.